Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mafia 3 weiter mit meiner Wenigkeit Glamour. So, jetzt würde ich sagen, können wir hier die Aufgabe machen. Wir sind eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Wir könnten eigentlich... Warte mal ganz kurz, wir könnten... Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ich könnte eigentlich eine schusssichere Weste gebrauchen, Leute, bevor ich mich hier jetzt mit den Leuten anlege. Ja, stell dich da bei den Feinden hin. Brauchst du ja denn was? Zeig mir mal, was du hast. So, Waffen, Sprengstoff, Fahrzeugmodifikation, Nachschub. Ich glaube, hier drunter war das, ne? Adrenalin. Ja. Dankeschön. Escape. Ist voll. Mehr gibt's da auch nicht. Adrenalin-Vorrat. Okay. Mafia-Arzt-Ausdauer, Mafia-Arzt-Erholung. Und extra Sprengladungen. Okay, Modifikation an Fahrzeugen verbessert die Federung. Da können wir noch nichts verbessern. Ist voll. Machen wir auch mal voll. Können wir alles gebrauchen. Pistolen. Boah, die ist gut. Was aber auch 13.000. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Okay. Ich habe auch kaum Hoffnung, dass sich daran in nächster Zeit was ändert. Dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Ich finde, wir haben ganz gut uns ausgestattet. Wir haben schusssichere Weste, wir haben Munition, wir haben Sprengladungen, Molotow-Cocktails, wir haben alles. Okay. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bussifus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. Okay. Was für ein Spasten. Oh, noch zwei, noch drei, noch vier, noch fünf. Oh. Ja. Okay. Bosse, ja, das kennen wir ja jetzt schon so langsam. Vor dem Militärdienst hätte ich nie gedacht, ein Kirchenamt anzunehmen. Aber nach... müssen davon erfahren! Jetzt nur ich! Du Stück Scheiße! Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Ah! Er ist hinüber. Lasst nichts von ihm übrig. Okay, Hammer. Ich bin der Engel. Der Penner hat wohl... Der knallt uns ab. Halt doch jetzt an die Schnauze und nerv mich nicht. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch die Chance dazu hattest. Ich gehe in Deckung! Ich sehe ihn! Tja, selber schuld. Ich muss kurz Munition wechseln! Leute! Jetzt. Ich werde, seid ihr alle dran! Gebt mir Rückendeckung! Das Problem, Kind. Den schnapp ich mir! Asche zu Asche!
Okay, haben wir. Du hast dich mit dem falschen Dixie ange... Erledigt das, Jungs! Bringe meinen Arsch in Sicherheit! Du bringst deinen Arsch nirgends mehr hin. Heiliger Jesus! Ich brauche hier Unterstützung! Du brauchst gar nichts mehr. Erstmal in der Beine geschossen. Weil ich will den ja haben. Anwärmen. Töten. Ach komm, arbeite, wir nehmen den für mit. Mich und du lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder großzuziehen. Okay, klare Sache. Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Wirklich gut. Gesichert. Heroingeschäft. Was will ich mehr? Ich bin der Babu. Cassandra zuweisen, Verbesserungsverläufe. Aber ich kann jetzt hier auch keinen anderen aussuchen, ne? P drücken. Verbündete Verbesserung ansehen. Also Cassandra zuweisen, scheint. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck-Wichser vorgenommen. Ich schicke sofort ein paar Männer rüber. Und danke. Okay. Ich hätte ja gerne noch ein paar mehr Leute, ne? Denen wir das geben könnten. Nur sie. Nennen Sie Ihren Namen, oh, bitte. Fürs Protokoll. Donovan. John. Mr. Donovan, Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in New Bordeaux im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency von 1953 bis 1969, ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hmong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh-Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Wenn ich daran zurückdenke. Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Also ich finde ja diese Aussagen in diesem Spiel so derbe, ne? Okay, hier könnten wir uns Erste Hilfe. Brauchen wir nicht. Ja, und das sind alles Freunde und Verwandte und, ja, hier liegt nochmal ein bisschen Moneten und hier könnten wir uns eine Thompson mitnehmen. Wo ich sagen muss, die Sniper war schon ziemlich fett, ne? Also, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Wo wir Glück hatten, dass wir den Typen am Telefon ziemlich schnell kaltgestellt haben. Ich brauche auf jeden Fall mehr Geld. Also das Geld ist wirklich gerade so ein bisschen Mangelware. Aber gut. Wir kriegen den Laden hier sauber dank Ihrer Hilfe. Ja, ja, danke schön. Okay. Die Herausforderung bei dem Versuch, bedeutende Veränderungen zu bewirken. Was ist das hier? Achso, so ein
Generator mit Licht, denke ich. Gib mir mal eine neue schusssichere... Wow. Das nenne ich Motor, du. Hier sind schon schöne Autos, ne? Ich hätte schon gerne den da. Oh, hört sich der gut an. Ja, wir müssen irgendwie hier durch. Der schöne Lack. Okay, was ist nächste Aufgabe? Also nächste Aufgabe ist, erledige die... Okay, und hier hätten wir noch Verteilerkasten. Noch zwei Verteilerkasten, die wir eigentlich machen müssten. Aber wir haben nur ein Gerät. Aber wir könnten dann ja zu diesem hier hinfahren und vielleicht finden wir noch welche unterwegs. Wie gesagt, muss ja auch gemacht werden. Ne, und da oben hatten wir zum Beispiel schon wieder ein grünes Teil. Hier vorne. Sogar zwei. Dann steig mal aus, mein Freund. Ja, das ist was anderes hier. Ne. Zack. Ja, das sind jetzt die zwei, die wir normalerweise benötigen. Ist komisch schon, dass wir das meistens nur im Auto irgendwie sehen. Und da drüben ist jetzt, hier vorne ist jetzt noch einer. Wie gesagt, Leute, ich muss mir die Sachen ja besorgen. Sag mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Kickback. Einer der Unterbosse hat zum ersten Mal einen Kickback für dich. Erwirtschaft. Verfügbare Kickbacks werden immer an der Karte angezeigt. Gleich neben deren Symbol für die Unterschlüpfe. Okay, du erhältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse weisen in den Geschäftsbezirks. Okay. Zutritt nur für Angestellte. Oh ja, Entschuldigung. Ich gehe schon. Okay. Irgendwo können wir uns jetzt unser Geld abholen. Aber wo? Kein Plan. Okay, wir fahren jetzt erstmal dahin. Wir haben... Ah, da. Da steht doch was. Seht ihr das? Hier steht was in Blau. Was ist denn das? Ein Hot. Wir gehen hier mal runter. Ich will wissen, was das ist. Mach mal auf die Scheiße. Okay, so sollte es funktionieren. Hier ist irgendwas. Das hat er uns doch auch angezeigt. Manchmal brauchen die Menschen bloß jemanden, der sie aufrüttelt und aus ihrem Dämmerzustand holt. Der sie daran erinnert, dass das Leben es wert ist, dafür zu kämpfen. Aber was haben wir denn hier? Hier. Eine Hotboat-Zeitung. Och, deswegen laufe ich jetzt hier rein. Eine Pizza. Na klasse, Ingo. Und hier kriegen wir gleich irgendwo unser Erste-Hilfe-Kit, was wir nicht benötigen. Und wieder raus. Das ist unser Auto. Wir wollen mal nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns erregen. Hör mal auf zu radieren, bitte. Danke. Ja,
fahren wir jetzt hier vorne hin und scannen da auch das Gebiet. Würde sagen, das werden wir jetzt erstmal gerade machen. Und dann werden wir uns um die nächsten Sachen kümmern. Dann steig mal aus. Dankeschön. Hey, du hast nichts gesehen, klar? Zack. Und zack. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal skillen können, dass es irgendwie von alleine geht oder so. Okay. Sag's ja bloß. Kann doch nicht einfach irgendein Arschloch hereinspazieren und unseren Scheiß total in die Grütze fahren lassen. Wir sind nicht besser. Okay, einen Punkt haben wir noch. Der wäre hier oben. Da knallen wir jetzt als nächstes hin und dann machen wir die Mission weiter. Hier vorne hätten wir noch so einen Scanner, sogar noch zwei Scanner. Und eine Zeitung und alles. Ja, lass uns hier mal reingehen. Hallo, Arschloch. Aber wir haben uns seit der Volksschule nicht gesehen. Wir waren so gut wie Schwestern. Es gibt kein besseres Verhältnis. Macht nichts, junge Frau. Celine, die Tochter von meinem Bruder, ist auf und davon. Vielleicht weggelaufen. Keine Ahnung. Irgendwo gibt's hier eine fucking Zeitung. Schwing deinen Arsch hier raus. Halt die Fresse. Wenn er will, kann er mich feuern. Aber wenn man die Abgabenordnung genauso ändert, wie die Bundesregierung das tut. Was? Solche Probleme. Ja. Halt die Schnauze jetzt. Mein Gott. Ich quassel wenn dich voll, Mutti. Wenn du konfrontiert wirst, die dich hassen, kannst du die Wirklichkeit nicht länger verdrängen. Selbst, okay. Schauen wir jetzt hier auch noch rein. Wachst du jeden Morgen auf und weißt, was los ist. Und vielleicht tust du etwas dagegen. Ja. Zack, zack, zack. Das Einzige, was ich noch nicht verstanden habe, ist, was dieses Weiße da bedeutet. Aber die meisten... Ist da irgendwas oben auf dem Dach oder so? Und ehrlich, nein, dieser Piratensender gefällt mir leid. Hochinteressant. Keine Ahnung. Also das ist das Einzige, was ich noch nicht so herausgefunden habe, was das jetzt bedeuten soll. Aber gut. Vielleicht weiß das einer von euch, dann könnt ihr mir das ja mal in die Comments schreiben. Wir müssen jetzt auf jeden Fall da oben hin. Wir hätten da hinten jetzt noch einen, aber das... Ich will euch da jetzt hier nicht 5 Stunden mit befassen. So, Hackengas hier. Jetzt ist das Spiel zum Beispiel extrem hell, ne? Also jetzt könnte man schon wieder beigehen und den Gamma ein bisschen runterstellen. Aber gut. Sage damit auch wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei... Oh, guck mal, was hier... Hier ist alles voll mit unseren Leuten schon. Hihi, schön. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten hier bei Mafia 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen da. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.